Hi, wir sind Tina und Nick. Seit einem Jahr in der Welt unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Aktuell erkunden wir Lateinamerika und freuen uns, dass du uns bei dieser Reise begleitest. Ab nach Südamerika! Willkommen in Cusco, der kulturellen Hauptstadt von Peru. Cusco liegt auf 3400 Metern Höhe und ist der Ausgangspunkt für tolle Wanderungen und auch für den Machu Picchu. Im Inka-Reich hat Cusco und die Region hier eine zentrale Rolle gespielt. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen viel über die Inkas lernen und in die Kultur Perus eintauchen. Wir starten unsere Tour von Cusco hier am Plaza de Armas im historischen Zentrum. Hinter mir seht ihr die Kathedrale von Cusco. Hier rundherum sind überall Cafés mit diesen wunderschönen Balkonen, die so aus Holz geschnitzt sind. Und in der Mitte von dem Platz hier steht auf einer großen Statue der letzte Inka-Herrscher, Tupac Amaru. Ja, zu den geschichtlichen Fakten der Inkas werden wir in den nächsten Tagen noch ein klein wenig mehr erzählen. Wir gehen jetzt weiter in die Stadt erkunden. San Blas, und das ist so das Szeneviertel in Cusco. Hier hat es super schöne kleine Cafés, kleine Gässchen und kleine Shops. Richtig schön. Und das erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Restaurant Organica. Ist ein ganz besonderes Restaurant, weil die pflanzen all ihre Gemüse und Früchte im Tech Valley in einem riesen Garten an und verwenden die dann hier in der Küche. Und wir freuen uns jetzt gleich sehr, sehr darauf, das alles zu essen. Es haben uns einige empfohlen, dieses Restaurant, soll eines der besten in Cusco sein. Sehr gespannt. Erster Gang, Ceviche mit Forelle aus den andianischen Flüssen. Sieht so lecker aus. Ich meine dir, wie es schmeckt? So lecker. Wir sind jetzt beim Hauptgericht angelangt. Es gibt einmal eine leckere Lasagne, die hier gerade neben uns im Holzofen dann nochmal fertig gebacken wurde. Und ich habe ein Quinoa-Gericht mit ganz vielen Dingen drauf. Also ich weiß noch nicht genau, was das alles ist, aber es sieht sehr lecker aus. Und wenn es so schmeckt wie, die Vorspeise, dann ist alles gut. Essen ist aufgegessen, morgen gibt es schönes Wetter und es war ultra lecker. Also richtig, richtig gut, vor allem meine Lasagne. Buon benito. Essen war super lecker, also sicherlich eins der besten Essen, was wir bislang in Peru hier hatten. Das Essen hat jetzt 30 Euro gekostet ungefähr. Und wenn man sich überlegt, dass das ja schon halbe Sterneküche ist, Wein dabei war, drei Gänge, da muss man sagen, das ist schon relativ preiswert. Hier sieht man die krasse Baukunst der Inkas. Das haben die damals hierher gebaut und ich
kann mir das immer nicht vorstellen, aber hier passt wirklich nichts dazwischen. Nicht mal ein Blatt Papier. Das ist so akkurat und es ist immer noch ein Mythos, wie die das damals zu den Zeiten schon so hingekriegt haben. Total faszinierend. Die Spanier haben dann das Inka-Reich erobert und haben dann auch weitergebaut. Hinter mir Inka-Kunst. Und Spanier können sehr viel, aber anscheinend bauen nicht so. Wir sind gerade im Three Monkey Coffee. Da sind wir gestern reingestolpert und das ist ein richtig schönes Kaffee. Und da freuen wir uns jetzt gleich auf einen leckeren Cappuccino und einen leckeren Kaffee. Die Reise geht weiter und so liebevoll wie der hier gerade das Ganze zelebriert hat, kann der Kaffee nur gut schmecken. Und wir haben gestern ja auch schon einen Kaffee getrunken. Der ist ultra lecker und kommt auch hier aus der Region, direkt aus Cusco, ein bisschen außerhalb. Und ja, wir freuen uns irgendwie total, durch die ganzen Länder hier zu reisen und überall Kaffee zu trinken. Und freue mich jetzt auf meinen Kaffee. Wir befinden uns jetzt hier am Plaza San Francisco mit dem Kloster San Francisco im Hintergrund. Es ist ein weiterer sehr, sehr schöner Platz hier in Cusco und generell müssen wir sagen, dass Cusco und seine Architektur, das gefällt uns wirklich richtig gut. Wir stehen jetzt vor dem berühmtesten Markt von Cusco, dem San Pedro Markt. Und da drin soll es ganz viele Leckereien geben und vor allem Souvenirs. Und da schauen wir jetzt mal rein. Und ich freue mich sehr, denn ich liebe Märkte. Wir stehen jetzt hier vor der Iglesia Santo Domingo. Es ist auch einer der Highlights hier in Cusco. Es ist eine wunderschöne Kirche da oben. Davor ist der Heilige Garten, der Jardín Sagrado. Und das schauen wir uns jetzt mal von näher an. Übrigens, heute ist Anfang des Monats hier in Cusco und vor den Banken, Telefonanbietern und Co. stehen die Leute Schlange. Also die bezahlen hier immer Anfang des Monats ihre Rechnungen bzw. holen ihr Geld ab. Es ist wirklich crazy. Los geht's! Wir sind an der Kirche angekommen und eigentlich ist es nicht nur eine Kirche, sondern auch ein Kloster der Dominikaner. Und die ist richtig schön, aber eigentlich ist es auch ziemlich gemein, weil die Kirche wurde auf dem heiligsten der Inka-Tempels überhaupt gebaut. Also irgendwie fies. Und fertiggestellt wurde die Kirche 1610. Hier ist eigentlich immer irgendwas los auf dem Plaza de Armas. Das erste Mal, als wir hier waren, Demo. Das zweite Mal, Demo. Und jetzt ist hier alles voll mit Polizei. Keine Ahnung, was die hier schon wieder machen. Aber es ist wirklich krass, hier ist ja so der zentrale Ort, wo jeder irgendwie seine Bedenken und sonstiges kundtun möchte. Und wir haben bestimmt schon 6 oder 7 Söhne von Pablo Picasso kennengelernt, weil hier sind ganz, ganz viele Straßenverkäufer, die Bilder verkaufen. Wenn die Bilder nicht gehen, dann verkaufen sie Gras oder Magic Mushrooms, Touren, Massagen, also es gibt alles. Da müsst ihr euch auf jeden Fall drauf gefasst machen, wenn ihr in Cusco seid, dass hier viele Leute den wandelnden Geldbeutel sehen und euch was andrehen wollen. Wenn man freundlich Gracias sagt, ist aber alles in Ordnung. Einige
Meter. Es hat vorhin angefangen zu regnen und das haben wir dann als Arbeitspause genutzt. Also wir haben gearbeitet und haben das als Pause vom Sightseeing genutzt. Und jetzt gehen wir was Kleines essen, da wir heute Mittag relativ viel hatten. Da war eigentlich nur noch eine Kleinigkeit und schauen jetzt mal, wo es uns hintreibt. Habe ich gerade gesagt, dass wir eine Kleinigkeit essen wollen? Jetzt sind wir im Burgerladen gelandet. Wir sind wohl genährt. Nicht nur von heute Abend, sondern von all unseren Speisen, die wir heute hatten. Vielleicht war es ein Ticken zu viel, aber es war einfach so ultra lecker. Ja und wir gehen jetzt einfach nur noch ins Bett. Wir sind richtig kaputt. Irgendwie das mit der Höhe. Wir sind abends immer mega kaputt. Und ja, noch kurz duschen, ab ins Bett und wir sagen Buenas noches. Buenos dias, amigos. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sitzen jetzt hier am Frühstück in unserem wirklich sehr, sehr schönen Hotel. Das können wir wirklich jedem empfehlen. Familiengeführt, super freundlich. Wir sind die einzigsten Gäste hier aktuell, was ein bisschen traurig ist. Aber ja, das sind halt die Zeiten aktuell. Ne? Die freundliche Dame des Hauses macht uns gerade Frühstück. Und dann geht's weiter mit dem Erkunden von Cusco. Erkunden. Noch keinen Kaffee gehabt, gell? Noch keinen Kaffee. Aber bevor wir Cusco erkunden, geht's hier an diese Matte, weil wir waren schon seit einem Monat nicht mehr beim Friseur und werden das heute mal machen. Mal gucken, ob es wieder so gut funktioniert wie letztes Mal in Huaca bei mir. Sind schon sehr gespannt, wie das gleich ablaufen wird. So sehen wir also vorher aus. Mal schauen, ob ihr uns gleich noch erkennt. Na, dann kennt ihr uns wieder. Da ist aber ordentlich was runtergeschnitten. Ja, also bei mir sieht man es wahrscheinlich nicht, aber war schon ordentlich. Aber bei mir sieht man es auf jeden Fall. Bei dir sieht man es auf jeden Fall, ja. Blonde Mähne ist weg. Ja, die Surfermähne. Aber ist nicht schlimm. Wachsen ja wieder. Und es fühlt sich jetzt auch wieder schön frisch hier an und die waren alle total nett. Natürlich kein Wort Spanisch, wir nicht. Ja. Und die kein Wort Englisch, aber hat alles wunderbar geklappt. Die haben sich alle sehr gefreut bei uns. Absolut. Und hat jetzt pro Schnitt 5 Euro gekostet, also kann man sich nicht beklagen. Absolut. Mit Trinkgeld übrigens. Ja. So, wir haben jetzt die letzten Sachen zum Wandern gekauft. Wir haben noch ein, zwei Sachen benötigt. Und jetzt gehen wir in unseren Lieblingskaffeeladen und trinken erstmal ein Käffchen. Der Kaffee und der Muffin waren wie immer super lecker. Und jetzt sind wir gestärkt und können da hochgehen. Bisschen weiter runter. Da hochgehen, ja. zur Kirche und da soll ein richtig schöner Aussichtspunkt sein, wo man über ganz Cusco gucken kann. Da laufen wir jetzt mal hoch. Los geht's. Übrigens, auf 3400 Meter Treppen steigen ist ganz schön anstrengend. Da unten ist der Plaza de Armas und von da sind wir durch diesen Häuserdschungel hier hochgelaufen und das ist die Kirche San Cristobal mit dem schönsten Ausblick auf die Stadt. Es soll auch sehr, sehr schön sein bei Sonnenuntergang, wenn man über die ganze Stadt gucken kann. Was sagst du zum Ausblick? Sehr, sehr schön. Lohnt sich hier hochzukommen. Auch wenn es mir heute echt schwer gefallen ist. Heute merke ich die Höhe irgendwie schon. Also jetzt nicht, dass mir schlecht geht, aber ich bin so schnell aus der Puste gerade gewesen. Das ist echt krass.
Aber hier kann man sich ja gut ausruhen. Die Inkas haben übrigens früher ihre Städte so gebaut, dass sie von oben aussehen wie Tiere, also vor allem die heiligen Tiere für die Inkas. Und vielleicht erkennt ihr, wie Cusco aufgebaut wurde. Na? Richtig, wie ein Puma. Also, wenn man die Karte sieht von der Altstadt, dann erkennt man tatsächlich die Umrisse von einem Puma. Der Kopf ist die archäologische Stätte Sexy Woman. Das hört sich irgendwie Sexy Woman, hört sich ist aber nicht ganz so. Da gehen wir jetzt nicht hin, weil wir die nächsten Tage ganz viele andere archäologischen Stätten machen und besichtigen werden. Und noch ein Fun Fact, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, bei Decathlon, bei den Klamotten, die Marken Kishur, woher dieser Name kommt. Das ist die Sprache der Inkas und danach wurde die Marke benannt. Jetzt geht's wieder runter. Wir sind zurück aus der Stadt, sind gut geschafft, haben jetzt aber alles erledigt. Die nächsten Tage stehen richtig coole Touren an, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir werden jetzt den Nachmittag noch ein bisschen arbeiten, deswegen sehen wir uns dann zum Abendessen nochmal. Bis gleich. Ein paar Stunden später. Wir haben Hunger. Sehr großen. Gehen wir jetzt mal essen. Wir sind jetzt wieder im San Blas-Viertel und zwar in dem Lokal Local. Und es sieht total richtig schön aus und es riecht richtig gut. Also wir sind gespannt auf das Essen. Ich habe mir jetzt Chicha bestellt. Das ist hier in Peru ein ganz berühmtes Getränk. Und zwar besteht es aus so lilanem Mais, also das Maisgetränk. Und dann noch Gewürze und wir haben noch ein bisschen anderes Obst mit drin. Es schmeckt auf jeden Fall ein bisschen wie Kinderpunsch, aber auf jeden Fall super, super lecker. So gut. Kann man nicht meinen, dass das Mais ist. Richtig gut. Erster Gang, irgendwas aus dem Holzofen, das so ähnlich aussieht wie eine Pizza. Riecht lecker, wir haben hier einen ziemlich geilen Holzofen. Ich glaube, es ist eine gute Kombination für einen sehr, sehr guten Entree. Erster Gang war sehr lecker. Wir stehen ja auf Pizza, das wisst ihr. Und das war schon, es war nicht wirklich eine Pizza, da war nur ein bisschen Balsamico, ein bisschen so Salat drauf. Das Hauptgericht wäre angerichtet. Fazit vom Essen, extrem lecker. Man hat auf jeden Fall die Liebe des Kochs rausgeschmeckt. So, das war das Restaurant Local. Wirklich ein toller Laden, also wunderbare Dekorierung, schön eingerichtet. Sehr, sehr geiles Essen. Sicherlich bislang mit eines der Highlights der kulinarischen hier in Cusco. So Leute, das Video ist fast vorbei und ich möchte noch eine Frage beantworten, die ihr euch bestimmt alle stellt. Wo hat dieser Typ eigentlich diesen geilen Pulli her? Hier in und um Cusco gibt es ja überall Alpaka-Wolle und normale Wolle und die machen daraus diese coolen Pullis. Die kosten meist so zwischen 8 und 15 Euro, auch so ein bisschen, je nachdem wie hoch der Alpaka-Wolle-Gehalt ist, aber ist immer noch super günstig. Und super flauschig. Super flauschig, ja. Und ich sag mal, mit der Beantwortung dieser Frage beenden wir das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, was euch in Cusco am besten gefallen hat. Mhm. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Und es folgen noch richtig spannende Videos, weil die nächsten Tage geht es auf ganz, ganz coole Touren. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal kostenlos. Wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist. Und wir sagen Buenas noches und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.